Hallo meine Lieben, jawohl, ich fange sofort an. Es gibt einen Haul. Das ist ein Action Haul, viele, viele neue Dinge. Es werden mehrere Teile, weil ich in der letzten Zeit, also in der letzten Woche war ich einmal mit meinem Freund im Action, in der Hoffnung, was zu bekommen. Das, was ich wollte, habe ich nicht bekommen, aber dafür anderes, man kennt es ja. Und ich war mit einer Freundin in drei Actions. Wir waren in Mülheim-Kärlich, in Ransbach-Baumbach und in Koblenz. Nee, Koblenz diesmal nicht, nur Ransbach-Baumbach und Mülheim-Kärlich. Und super, super, super duper. Die jetzigen Sachen kommen aus Mülheim-Kärlich und Ransbach-Baumbach, aber ist ja auch eigentlich egal. Ich fange an. Ich habe gekauft diese beiden hier nochmal. Die gab's im Angebot. Die sind sehr, sehr deckend. Die wollte ich auch eigentlich mal testen, aber ich kann euch einfach sagen, die sind deckend. Aber ich kann sie natürlich auch mal wirklich testen. Und zwar, ich hole die gerade. So, ich habe nämlich hier meine aufgepackten, das sind die Farben, die es in beiden Päckchen gibt. Also es gibt einmal dieses Päckchen und einmal dieses Päckchen. So, und wo habe ich einen Zettel? Hier unten habe ich immer Papier. Da, das ist jetzt so blödes Glanzpapier, aber Hauptsache ist ja, dass es weiß ist. So, machen wir hier ein bisschen gelb. Da, seht ihr, ich mache erstmal. Ich habe die jetzt auch noch nicht benutzt, ich weiß nur aus anderen Videos, dass die eben deckend sind. Und das ist wohl Acryl. Ob die jetzt mit Wasser vermischbar sind, weiß ich natürlich nicht. Acryl ist ja eigentlich Acryl. Toller Satz, ne? Acryl ist eigentlich Acryl. Hätte man sich auch denken können. Ich denke schon, dass wenn man so einen Spritzer sich in so ein Schälchen macht und mit Wasser, dass die dann schon auf jeden Fall funktionieren. So, das sind die Farben und wie man sieht, die sind wirklich ultra deckend. Und ich habe jetzt hier leider nur einen kleinen Pinsel. Ja, ist es wirklich Acryl. Es ist nämlich so dickflüssiges Zeug. Bäm, jetzt habe ich das Papier. Jetzt kann man das so schön in den Müll werfen. Nee, es ist wirklich richtig dickflüssiges Zeug. Also es ist jetzt nicht irgendwie auf Wasserbasis, sondern es ist wirklich Acryl. Wie es eben draufsteht. Es ist definitiv Acryl. So, weil ich jetzt im Deckerwahnsinn habe. Oh, bringt nichts, kommt in den Müll. Okidoki, das waren auf jeden Fall dann schon mal die Farben. Dann habe ich mir, was es neu im Action gibt, diesen Sketchpad gekauft. Das ist einfach ganz normales 120er Gramm Papier, 80 Stück. Es hat eine leicht raue Oberfläche, ist jetzt auch nicht richtig weiß. Also zum Beispiel hier der Kassenbon, der ist weiß. Das ist so ganz, ganz, ganz leicht Creme. Und ich weiß gar nicht, warum ich es mir gekauft habe. Ich fand es einfach nur total niedlich und toll. Und da kann man bestimmt gut Ideen oder so reinschreiben. Deswegen durfte das mit für unter 1 Euro. Hier diese Sprayfarben waren übrigens für 1,50 oder 1,49 im Angebot. Das ist in Ordnung. Ja, dann habe ich mir Lakritz gekauft, was ich eigentlich nicht darf. Aber mal eins, das sind so kleine Würfelchen. Eins geht mal. Das ist in Ordnung. So, dann durfte Borte mit. Einmal diese hier, das ist die einzige in Weiß, die ich gekauft habe. Da gab es dann auch noch Dunkelblau und Pink und so. Ja, ich weiß nicht, ich möchte jetzt ungern aufmachen. Das war halt eine schmalere, die ist so. Mal wackelt. Und das hier ist, glaube ich, eine breite. Die ist genauso breit wie die Rolle. Ja, scheint so. Dann ist hier wieder eine schmalere, auch in so einem bärigen, nicht bärigen, Creme, die ist hier so schmal, sieht aus wie Herzen, dies ist wieder ganz breit und die hat hier in der Mitte so ein kleines Ornament und diese mit dem Ornament nochmal, muss ich man ja nicht zeigen. Dann, boah, gleich kommt der Oberhammer, aber der kommt erst gleich. Das hier finde ich aber auch der Hammer, Preds, ja okay, man hat Preds, aber die sind schwarz, die sind silber, rosgold und ja, Hellgold und in Blumen, in Blumen, in Herzen. Ja, in Blumen und in Herzen, das war's. Ha.
Dann einmal diese Variation, die kennt ihr aber bestimmt auch alle. Und einmal auch diese Variante. So, jetzt, was ich ganz, ganz süß finde, was aber auch teuer ist, finde ich, 1,60 Euro oder so, diesen wunderschönen Stanzbogen. Der ist so wunderschön, das ist nicht Stanzbogen, ist ja so ein ganzes Heft, ne? Und ja, ich muss ihn zeigen, auch wenn vielleicht andere den schon kennen, aber er ist einfach der Hammer. Boah, heute ist aber wir im Video, ne? Ich bin heute auch irgendwie sehr aufgeregt, habe auch irgendwie so Kreislauf, nicht sehr schwindelig. Ja, die werde ich nicht als 3D benutzen, die werde ich einzeln benutzen. Hier dieses, das werde ich dann als 3D machen, weil ja sonst hier die Sachen unbrauchbar sind, aber dieses hier werde ich einzeln und dann das hier, also werde ich zwei pro Motiv eben haben. Aber das machen ja viele so. Und ich finde diese Tiere einfach genial. Und die findet man ja mittlerweile überall. Im DM gibt es ein Fotoalbum. Da sind auch diese Tiere drauf. Und ja, ich würde gerne wissen, wo dieses Muster gekauft wurde. Weil das sind ja manchmal Zeichnungen, die man im Internet kaufen kann und dann halt für sich benutzen kann. Da, schaut mal. Davon gibt es mittlerweile sogar Stempel. Und ja, das ist einfach der pure Hammer, finde ich. Ich bin so verliebt in die Machart der Tiere. Das ist grandios, grandios. Da, dieser Hase, der hat es mir eigentlich fast am meisten angetan. Neben dem Waschbären. Ach, die sind alle eigentlich total goldig. Ich wüsste auf Anhieb jetzt nicht, wer mir am besten gefällt. Aber ja, der Waschbär ist schon eindeutig Favorit neben dem Hasen. Ach, ich weiß es nicht. Hase, Waschbär und Fuchs, aber ach, die sind alle toll. Die sind alle toll. Vor allen Dingen, wenn der Hase, der kleine Hase. Naja, toll. Richtig, richtig toll. Dann habe ich als allereinziges entdeckt ein Papercraft-Set. Aber ich muss auch sagen, ich habe die anderen in Holz gesehen und die finde ich pottenhässlich. Es gibt einmal so ein Schwarz mit Gelb, irgendwie so wie Straßenmuster ungefähr, so komisch. Dann gibt es einmal mit Tiermuster, also so Leopardenfell und Tigerfell und so Zeug. Finde ich auch total hässlich, muss ich sagen. Eins so im Flamingo-Pink-Style, finde ich auch total hässlich. Und ich bin echt froh, dass ich ein gescheites erwischt habe. Und das war auch das letzte, und zwar dieses Maritime. Und das ist annähernd schön. Da haben wir diese Sticker drin. Nee, Die-Cuts, also Stanzteile. Dann haben wir hier die Tags. Obwohl, komm, ich pack's gerade mal aus, weil ich muss eh mehrere Teile machen, weil ich so viel Zeug habe und so viel Neues auch. Und ihr könnt ja vorspulen. Man kann ja auf das Display tippen. Dann kann man immer 10 Sekunden oder auch mehr überspringen für diejenigen, die das noch nicht wissen und die aktuelle Version von YouTube haben. Also, ganz normal ist immer hier Federn und Band drin. Dann haben wir hier diesen Stickerbogen. Ja, weiß nicht, ob ich den jemals verwenden könnte. Der ist, ja, wie gesagt, ich habe gesagt, es ist annähernd schön. Ne? Ich habe ja nicht gesagt, ich bin verliebt. Dann haben wir hier Designpapier, doppelseitig. Ich wollte es halt, ich habe es gekauft, weil ich so wenig Maritim habe und Maritim eigentlich total toll fand, finde. Und das hier ist halt so richtig so Vintage Maritim. Das ist eigentlich eine richtig coole Art. Aber ich muss mich halt dran gewöhnen. Ich muss mal schauen. Und das habe ich auch nur einmal mitgenommen, weil es eben auch nur einmal da war. Wenn es 2-3 Mal da gewesen wäre, hätte ich es aber auch nicht mitgenommen. Und liebe Manuela, tut mir echt furchtbar leid. Die hatten nur dieses eine. Die anderen gab es gar nicht. Was mich wundert, weil die Potten hässlich sind. Und ja, dieses hier gab es auch nur einmal. Und das war auch noch versteckt in einer anderen, also bei anderen Sachen. Das hier sind die Tags, die sind auch foliert. Die sind super schön, finde ich.
Das ist der eine Die-Cut-Bogen. Ich mache es jetzt nur so schnell. So, 4 Die-Cut-Bögen gibt es. Das ist der vierte. Der hat gerade nur an dem anderen Papier geklebt. Ja, das finde ich schon cool, ne? So, und dann haben wir noch die A4 bedruckten Bögen. Das hier sind Wale. Auf der Rückseite ist so ein Loch. Da haben wir so. Und das ist auf der Rückseite. Das finde ich total cool, aber leider zu groß für eine Karte. Da muss man sich was einfallen lassen. Ja, das ist neutral. Das ist ganz cool. Ja, ja. Seepferdchen ist goldig. Anker, super schön. Und das ist das letzte. Da habt ihr es geschafft. So, nur ich muss jetzt leider die Sachen kurz wieder einräumen. Wie klar, ihr könnt vorspulen auf dem Handy, auf das Display einfach rechts oder links, je nachdem, ob ihr vor- oder zurückspulen wollt, doppelklicken und dann tut YouTube überspringen, beziehungsweise euch weiterspulen. So. So, fertig. Dann habe ich mir nochmal mitgenommen, weil die einfach total schön sind. Diesen Luxblock. Die haben sie ja wie Sand am Meer mittlerweile. Obwohl, die waren diesmal wieder fast vergriffen. Da waren nur noch 4, 5 Stück. Aber beim letzten Mal, als ich mit meinem Freund da war, war das Regal proppevoll. Ja, ich lasse das jetzt nur hier so mal gerade blättern, weil ihr kennt es eigentlich alle schon. Aber ich wollte es euch dennoch zeigen, weil es ist ein Haul. Guckt mal hier. Da habe ich wieder ein Papier doppelt. Ja, da habe ich wieder was doppelt bekommen. Könnte ich mir sofort rausreißen, damit ich das benutze. Es sollen 8 Cutbögen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 7, 8. Jawohl, da war wirklich wieder einer doppelt. Ha! Schnäppchen gemacht. Das heißt Schnäppchen. Habe ich wieder was mehr, ne? Der Einhörner. Das ist super schön. Das hier, das ist der Hammer. Hätte ich jetzt einen Drucker, würde ich es mir einscannen. Genau wie dieses hier. Aber ich habe noch keinen Drucker. Die hier kann man super einzeln ausschneiden. Die Wolken super toll. Also das ist ein ganz, ganz toller Block. Dieses hier würde ich mir auch einscannen. Also toll. Hier haben wir dann die Sticker. Das hier ist das Vellum, was ich auch doppelt habe. Vellum, ja, das, wie ihr seht, habe ich das auch doppelt. Lustiger Block diesmal. Und hier ist das letzte Stanzmotiv. Ja, geil. Da hatte ich mehrere Sachen doppelt. Warum hatte ich da kein Papier doppelt? Das wäre natürlich geil gewesen, ne? Ja, super geil, ey, wieder was doppelt. Das hat man bei Action-Sachen übrigens häufiger. Kann ich dann sofort mal zu meiner Benutzen-Kiste legen. Jetzt habe ich schon eine Macke im Nagel. Ah, ich habe mir die Nägel gemacht. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Da ist ein bisschen gestempelt. Da ist ein Monsterchen. Ja, die sind noch nicht ordentlich. Gestempelt, gestempelt. Ja, dann habe ich hier einfach nur so ein Glitzer-Galaxy-Muster. Ja, ich sage, die sind noch nicht arg ordentlich. Ja, ich habe wie gesagt schon Macken drin. Naja, egal. So, und diesen Block, weil das ist der pure Hammer, dieser Block. Und den zeige ich euch auch mal gerade. Da ist dieses Vellum drin. Stanzbögen. Da, guckt mal. Die Hasen, da das Eichhörnchen, der Igel. Ach, Mensch, ey, zum Verlieben, ne?
Da, genial, es ist der pure Hammer. Also bitte, 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 lasst dieses Motiv niemals aussterben. Es ist der pure Hammer. Der pure Hammer. Ja, wie viele waren das denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. So, und jetzt kommen wir zum Papier. Da, guck mal, wunderschönes Herbstpapier. Blätter, Baum, super. Da, guckt mal, wie süß. Ach je, es ist herrlich. Mega geil. Mega geil. Da, toll. Mega. Das hier. Dann haben wir hier den Stickerbogen. Da hätten sie, es wäre schön, wenn sie da hätten das Häschen oder so drauf gemacht. Da sind die Vellums. Und da haben wir noch den letzten Stanzbogen. Jawohl. Der ist einfach zu geil, den muss ich haben. Dann was Neues beim Action sind diese Postcard-Plöcke. Da sind 24 Dinger drin in 12 Designs. Ja, ich blätter es mal kurz durch. Positive Vibes hier, Wellen oder Schwingungen. Nur, also nur positive Schwingungen steht drauf. Positive Vibes only. Hier steht Choose Joy, also wähle, wähle Freude. Hier einfach nur sowas. Die sind alle foliert und das sind, wie ihr seht, Postkarten. Und ihr könnt das raustrennen und einfach per Postkarte verschicken. Follow your dreams, folge deinen Träumen. Chitam, ich liebe dich. Herzchen. Amazing. Wunderbar, super, wundervoll, wie auch immer. Rain is just confetti from the sky. Regen ist nur Konfetti vom Himmel. Super geil, oder? Für dich. Du bist so lieb. Oder ich hab dich so lieb. You are so loved. You are, du bist so liebenswürdig, wie auch immer. Da ein Haus. Keine Ahnung, was das soll, aber egal. Liebe gibt nie auf. Eine Libelle und eine Fliege. Geil, oder? Liebe gibt nie auf. Und dann eine Fliege dabei. Naja. Was manche. Was weiß ich, was die sich wohl dabei gedacht haben, ne? Da haben wir nochmal die Libelle. Das ist jetzt der andere. Die gibt es einmal hier in Blau und dann einmal hier so in Beige. Und das hier ist jetzt der Beige. Da war wieder die Libelle drin. Alter ist nur eine Zahl. Sage ja zu neuen Abenteuern. Also glaube an dich selbst. Du und ich. Du wirst für immer be my always. You will forever be my always. Du wirst immer mein immer sein. Du wirst für immer mein always. Immer mein immer sein. Du wirst für immer mein immer sein. Naja, egal. Lustig. Träume groß oder große Träume. Ja, Big Dream heißt einfach, weiß ich, entspann dich, sei du selbst. Träume, was weiß ich. Be happy, ja, be, da ist eine Fliege drauf, ne? Naja. Da Capture hier, fange die besten Momente ein oder so. Genieße. Gestern, heute, morgen. Schmetterling und das war's. Ja, ist ganz goldig, ne? Muss aber nicht sein. Dann habe ich auch von diesen neuen A4, A5 Blöcken welche bekommen. Ich muss ehrlich sagen, die zwei, die mir fehlen, die haben mir nicht gefallen. Ich glaube, das war auch einmal irgendwas mit Tiermuster und einmal irgendwas mit Karibisch oder so. Ja, die hier sind jetzt auch nicht ganz so schön, aber ich habe sie gekauft, um euch zu zeigen, muss ich ehrlich sagen, um euch zu zeigen. Und weil ich mir auch dachte, ach, irgendwann braucht man es mal, genauso wie den ganzen Kallax-Holla-Papier und. Also hier sieht es wieder aus. Also ich kann es euch mal zeigen. Ich zeige es euch ja in fast jedem Video. Hier ist ja der Kallax, da ist eine Tauschkiste, da muss ich noch packen. Da hinten steht eBay. Das hier sind alles nur leere Kartons und hier so Aufbewahrungsdinger, wisst ihr Bescheid? Ja, das ist halt mein Schreibtisch. Da, ja. Unterm Schreibtisch steht ein Regal, da ist ein Regal. Dahinter ist aber natürlich auch noch viel Zeug, ja. Und das hier,
sind jetzt so die ganzen Ausmaße. Das ist alles geordnet. Das sieht nur unordentlich aus. Und das hier ist alles, was ich noch filmen muss, ne? Ja, und dahinter, das weiß ich hier, das ist ja auch noch ein Schrank, ne? Also ich muss echt umziehen. Ich brauche unbedingt irgendeinen Raum. Oder ich muss mich verkleinern. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich schon verkleinert. Und die Sachen, die ich habe, die sind alle toll. Und die brauche ich auch alle. Ja, ich muss da irgendeine Lösung finden oder wirklich irgendwie in Therapie gehen, um mich von Sachen zu trennen oder so, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall jetzt der Block. Mit Gold foliert, fang von hinten an. Hier mit Gold foliert. Warte, ich muss mal gucken. Die sind alle dann gleich, weil sonst ist es ja oft so, dass zwei foliert sind und die anderen beiden nicht. Aber hier sind diesmal alle foliert, alle gleich. Das ist echt schön. Ich zeige immer nur das Letzte, dann habe ich es besser beim Blättern. Ja, ist ganz in Ordnung, aber hätte man, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt gebraucht. Der hier, der ist auch ganz schön, den finde ich wirklich ganz goldig, auch von den Farben ist das in Ordnung. Das ist Silber, der andere war Gold. Ah, hier fehlen ein paar Blätter, oder? 1, 2, 3, ja. Schön, sonst habe ich immer öfter mal was doppelt. Diesmal fehlt hier eine Seite von diesem hier. Echt jetzt? Fehlt die wirklich? 1, 2, 3. Ja, von dieser Seite fehlt eins. Die Herzen, das sind aber so, seht ihr, so eckige Herzen. Der hier, der ist richtig lustig. Alles foliert, seht ihr es, bis auf die Herzen. Der ist auch richtig mächtig cool. Ja, schön neutral, aber schön foliert. Also ich muss, irgendwie weiß ich nicht, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich Gold oder Silber mehr mag. Ich weiß es nicht. Ich war heute auch bei den Nägeln. Ich wusste jetzt nicht, mache ich es jetzt Gold oder mache ich Silber. Ich habe mich dann für Silber entschieden. Ach, da ist eine Macke drin. Das nervt mich ja total. Ne? Da ist eine Macke. Ja. Kein Nagelbeißer mehr seit Februar. So, dann gibt es diesen hier. Blumenranken und Gold mal wieder. Einfach nur normale Blümchen. Ja. Mal wieder eine Ranke. Das ist eigentlich die gleiche Ranke wie hier in. Ja, ist die gleiche Ranke wie in Grün. Also momentan die Blöcke, ach, die haben dann meist einen Block dabei, der richtig geil ist, den man gerne 10-mal hätte. Und dann die anderen Blöcke, weiß nicht, sind einfach nicht mehr schön. Und die Zeiten, muss ich sagen, die Zeiten, wo ich alles brauche, die sind zwar vorbei, aber wenn mir was gefällt, dann brauche ich das 10-mal. Ne? So, und dann haben wir diesen Block noch. Der ist mit Glitzer. Und zwar hier so dieses irisierende, aber irisierend grüne Glitzer. Ihr kennt ja das typische Action-Glitzer. Hier ist der ganze Hintergrund beglitzert und nicht die Blumen. Auch ganz interessant eigentlich. Hier sind wieder die Blumen beglitzert. Hier auch die Blumen. Da ist ein Strich drin. Seht ihr den? Da ist ein Strich. Hier ist ein bisschen bei dem Grün beglitzert. Kann man so gar nicht zeigen. Ja.
Da sind die Schmetterlinge, die sind sehr schön, die sind beglitzert. Nochmal Schmetterlinge, die sind leicht beglitzert. Die sind nicht komplett, seht ihr das? Sie haben die weißen, die sind komplett, aber die schwarzen, die haben nur an den Flügelrändern. Ja, und das ist das Letzte. Und da ist auch nur ein bisschen Glitzer. Ja, und es geht weiter. Ich habe dann noch dieses hier bekommen. Das habe ich schon mal gekauft, aber musste ich noch mal kaufen. Das ist die Baby-Edition. Und da haben wir 5x4 Bögen. Die kann man einfach so in Bilderrahmen machen. 13x18 Motive und 10x15 Motive. Genau. Und jetzt kommen wir zum Gift-Wrapping. Die habe ich alle bekommen. Und zwar gibt es 6 verschiedene. Dazu werde ich aber jetzt ein extra Video machen und es folgen noch weitere normale Haul-Teile. Also, wie hier von extra Video für Leute, die es interessiert, weil sonst sprengt das den Rahmen für ein Video und Holz. Es folgt noch mehr. Also, könnt da ruhig gespannt bleiben und wir sehen uns dann. Bis bald. Tschüss.